Jo Leute, willkommen zurück zum Minecraft Daily Light. Es wird Nacht. Markus und Mein Sven sind Gott, auch sind wir dabei. wieder. Mein Gott. Und Markus will mein Gott haben. Nein. Also, Nein. Nein, Markus will ist er mein nicht. Gott. Nein, Markus ist nicht mein Gott. Markus ist ein Lappen, du. Ein nackter Lappen. Unwiderlich. Allein die Vorstellung. Markus nackt? Nein. Warum ist der Leitsensor jetzt an? Hallo. Das musst du hey, einstellen. Hey. Der Leitsensor, glaube ich, funktioniert auch mit Fackeln. Das ist ja kacke. Auf dem Dach sind doch auf dem Dach sind Fackeln wegen den Creepern. So, Leute, es geht weiter mit Terraformen. Das sind jetzt über 1000 Blöcke, was ich im Inventar habe. Guck mal, wie lange die halten. Hier habe ich noch. Oh, ich habe gerade die Hälfte mal verbaut. Oh, hier unten ist ein Loch. Machen wir zu, sonst stöhnen dann später nur noch die ganzen Zombies hier unten rum. Den Leitsensor auch irgendwie dich einstellt und nichts. Nicht? Der ich verstehe nicht, warum können wir nicht die von Red Power benutzen oder vom Redstone Update den Leitsensor. Das habe ich noch nicht verstanden. Weil der Version noch nicht drin ist, aber ich spiele hier doch 1.6 irgendwas und der kam es wieder 1.7, soweit ich weiß. Ach so, stimmt, ja. Ah, verdammt. Ah, beim nächsten Update kriegen wir ihn bestimmt. Kommt ja bald. Ich werde geupdatet. Doch. Stand bei mir im Launcher, dass der von DMS, wo mein Launcher her ist, arbeitet an einem Update. Der Programmierer von dem DMS-Launcher arbeitet Minecraft Update. Minecraft Tagged Launcher Update. Tagged Light. So, jetzt haben wir es doch zusammengekommen. Was richtig geil wäre eigentlich. So. Oder? Was meint ihr? So, was gab's noch auf der Gamescom? Was kann ich euch noch erzählen? Sorry, der Leitsensor ist scheiße. Der funktioniert. Solange du keinen Block direkt drüber setzt, ist der immer an. Also. Wir haben gerade Nacht und der leuchtet an. Der erzählt mir, es ist hell. Außer ich probier's mal da drüben in der Wiese, wo wirklich heute bald keine Fackeln von uns sind. Was kann ich euch noch erzählen von der Gamescom? Ja, Pete's Meat. Die gehen mal richtig auf den Eier. So richtig Kommerz. Das finde ich richtig scheiße. What the fuck? Er sagt hier drüber auf der Wiese irgendwo, nirgendwo, yo, hier ist Licht. Also es ist scheinbar wirklich ein Lichtscanner. Sobald irgendwo Licht ist, da reicht schon das Mondlicht. Achso, okay. Scheinbar. Oder was meint ihr? Markus hat ja seine Meinung im WhatsApp geteilt gehabt, aber ich finde es trotzdem kacke. Das ist. Die natürlich verkaufen die ihr Zeug. Würde ich nicht anders machen, wenn ich so bekannt wäre. Aber ein eigener Stand und dann für solche Preise? Das kannst du mal. Ja, tut mir leid, es ist YouTube. Auch wenn es teuer ist. Und es sind. Weißt du, es sind Computerspielen. Die sind durchs Computerspielen, durch Spaß sind die groß geworden. Und dann, Passi Spaß! Und jetzt so Profit rausschlagen, die verdienen, glaube ich, mit ihrem YouTube-Kanal eh genug. Die haben ja drei andere Kanäle noch. Pete's Meat TV haben sie noch und Best of Pete's Meat. Best of Pete's Meat, ja. Und reicht das nicht? Muss man dann noch Merchandise und hin und her machen? Ah, die wollen doch leben. Die wollen doch leben. Das sind, wie viele, 6 Leute? Ja, aber die haben ja vorher schon, bevor sie das Merchandise gemacht haben, haben sie auch gelebt. Weißt du? Ja, weil sie Jobs hatten. Nein, haben sie nicht, die sind studiert. Natürlich. Die haben studiert. Manche haben ja, gearbeitet, hat aber. Gearbeitet. Manche haben studiert noch in der Zeit. Also vor einem Jahr oder so waren sie noch Studenten. Dann haben sie nicht gearbeitet. Und haben auch gelebt. Und gut gelebt. So was die alles gesponsert bekommen haben und so, weißt du? Und dann muss man das jetzt so auf die Spitze treiben. Und genauso, wo es dann auch so einen Shitstorm gab. Dass sie sich bezahlen haben lassen für Spiele, dass sie sie spielen. Ja, sie auch wieder rausgenommen. Ja, nein, vorher haben sie ja die Spiele gesponsert bekommen. Ja, okay, aber sie haben ja, auch... Ja, machen sie, kriegen sie immer noch. Ja, klar, würde ich auch machen als Spiele-Publisher. Ein Spiel für 60 Euro anbieten, dann, dass 100.000 Leute das Spiel angucken, ist ja legitim. Nee, sie haben bei manchen Spielen vorher gesagt, dass dieses Spiel durch Produktgedöns, finanziert wird oder halt gemacht wird. Also sie bekommen von dem Publisher Geld, dass sie das spielen, ob sie das Spiel gut finden oder nicht gut finden. Sie werden bezahlt für Spielen. Ja. Und das finde ich ja auch kacke. Ich spiele ein Spiel, weil es Spaß macht, wie Minecraft, hier ein paar Blöcke rumzuklicken
Du Oder bist ein ich. Job eigentlich für die. Das ist ein Job. Also, Ja, aber sie haben angefangen wird immer als mehr als Job. Spaß. Ja, eben. Ja, natürlich. Aber sie Jeder hat machen es so aus angefangen. Spaß. Grog hat auch angefangen mit Spaß. PvP hat auch angefangen mit Spaß. Wenn es genau nimmt. Ja, trotzdem. Voilà. Ich kann sich gar nicht vorstellen, wie viel PewDiePie im Jahr verdient. Aber der braucht das nochmal. Ist gar ja, gut, der macht da durch Werbung, aber der. Er ist eine Werbung, Alter. Ja. PewDiePie Musst ist die Werbung. du musst nur seinen Namen sagen, du kriegst schon 1000 Euro schon. Ne? Ist ja auch egal, wenn man so Ding ist, aber man muss es doch nicht so übertreiben, Übertrieben. finde ich. Meine Meinung. Ich finde es halt ein bisschen assi. Ich spiele nur Spiele, auch wenn wir mal bekannt werden sollten oder nicht, das ist mir egal. Ich mache das aus Spaß und ich würde kein Spiel spielen. Ich würde beispielsweise kein, ich sage jetzt mal Mortal Kombat oder so irgendwas spielen, wenn mir der Publisher Geld dafür anbietet. Ich Ich finde würde es. Mortal Kombat spielen. Von mir aus, du. Ich sag jetzt, ich habe jetzt irgendein Spiel genannt halt. Von mir aus Hello Kitty. Da könnte mir der Publisher noch so viel Geld dafür Das würde bieten. ich auch spielen. Boah, was habe ich für Teamkollegen? Ja, die fallen einem in den Rücken. Das ist doch für einen Arsch. Ja, ich bin ganz anderer Meinung wie du. Ihr habt andere Ich bin der Meinung. Meinung, das ist alles korrekt, was die hier machen, weil müssen ja auch leben. Dann sollen sie arbeiten. Ich gehe auch Was die arbeiten. für Sachen kaufen für YouTube, ehrlich. Gar nichts. Nee, gar nichts. Die kriegen Gar das nicht, gesponsert. nein. Nein, nein, nicht alles. Die kriegen das gesponsert. Wenn die jetzt neue Maus brauchen, kriegen die von Logitech die Maus gesponsert. Willst du mir nicht erzählen, dass die Geld dafür ausgeben? Dann müssen sie halt ein paar Mal sagen, das ist die Maus und hin und her. Du musst mir nicht Ja, sagen, dass vielleicht die. für ein paar Sachen, ja. Das Aber. ganze Zeug kriegen die gesponsert. Nein, nicht alles. Auf jeden. Sonst wird es nicht solche. Es kann, du kannst ja auch ein Piz mit PC kaufen, wo sie mitmachen von dem PC-Hersteller. Ja, Und und? zusammenbauen. Also von dem kriegen sie bestimmt auch, dass sie mit denen zusammenarbeiten, kriegen die auch gesponsert und Geld und hin und her. Müssen wir nicht sagen, dass die. Also ich bin definitiv der Meinung, dass die kein Geld mehr für irgendwas, was mit Computern angeht, ausgeben müssen. Bin ich der Meinung. Also wenn, dann machen Viel sie was, was sie wie sagen. ausgeben. Also sie müssen weder für Spiele noch für Tastaturen, Mäuse, Hardware oder sonst irgendwas Geld ausgeben. Die kriegen das Also, alles die sollen gesponsert. nichts ausgeben. Die geben nichts mehr aus, ne? Die kriegen das gesponsert von den Herstellern. Die Kriege werden auch. alles gesponsert, was sich lohnt zu sponsern. Wenn irgendwas schon super verkauft wird, dann sponsert es keiner mehr. Die wurden ja auch schon zu EA oder so eingeladen, oft nach Amerika, also. Ja, das war die Schimpanse auch. Das war auch Schimpanse auch. Und das ist auch nicht so ein großes Lied, oder? Es Das waren wurde auch sau schon viele. Zander nach Amerika eingeladen, soweit ich weiß. Also, komm. Wer? Zander Zander. LP. Kenne ich nicht. Das ist quasi ein reiner Minecraft da. Der hin und wieder mal andere Spiele spielt, der wurde auch von irgendjemand nach, ich glaube, London eingeladen. Ja, aber trotzdem ist Obwohl es es. ein Spiel ist, das er normalerweise nicht mehr spielt. Das ist. Der Hype ist einfach riesig, was man da Geld macht und hin und her. Denn die Farm kannst du jetzt aufbauen. Jo. Mach ich gleich. Diese obere Etage. Untere Etage ist Ding. Tiere. Okay, obere Etage. Was gemacht, Master? Aber Ja. zuerst habe ich eigentlich vor, So. unsere Lichter jetzt von beiden Toren aus ein- und ausschalten zu können. So, auf Das jeden hätte Fall habe was, ich jetzt oder? 1000 Butter? Blöcke verbaut. Ja, Butter, es das hätte war was, cool. wenn du unsere Lichter von beiden Toren und aus dem Haus aus ein- und ausschalten kannst, oder? Ja, das wäre cool. Halt eine komplizierte Schaltung, aber ich muss es hinkriegen. Das kriegst du schon hin. Aber das kann man ja in der nächsten Folge. Hab bloß, du bist die Folge beendet. Ja, gleich, in 3 Minuten. Ach, in 3 Minuten, da brauche ich dir das ja viermal. Vielleicht. Ach, meine Fresse. Ich brauche noch mehr Blöcke. Ich habe 1000 Blöcke jetzt Erde verbaut. Und irgendwo ist hier Lava. So, wieder das komische Tablet anschmeißen. Erde. Dann holen wir nochmal 1000 Blöcke Erde.
Clay kommt ins System, das kommt ins System, das kommt ins System, das brauche ich auch nicht. Das behalte ich mal. So, das müsste jetzt auf jeden Fall reichen für die Grundlagen. Ja, locker. Ich krieg's leider nicht mehr fertig in dieser Folge, alles hier zu mal planieren. Aber ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde nur planiert und kann in der nächsten Folge. Sven, kannst du bist du gerade in der Nähe vom Haus? Ja. Kannst du den Dinger umstellen wieder? Ich brauche jetzt Steine. Cobblestone. Dass er Erde wieder verballert und kein Cobblestone mehr. Ich brauche jetzt jede Menge Cobblestone. Zigtausende Blöcke. Ah, die Recycler wieder umstellen. Markus, bist du bereit für Aufnahme dann? Vielleicht. Vielleicht. Gut. Weil diese Folge ist in 2 Minuten fertig. Vielleicht. Boah, das sieht das hier furchtbar aus. Boah, weil das heute ein Aufnahme machen. Die Erde ist wahrscheinlich gleich wieder weg. Ja, ich habe jetzt über 1000 Blöcke nochmal rausgenommen. Das kommt ja gleich wieder zurück ins System. Vielleicht. Und selbst wenn die Erde weg ist, ist es scheißegal. Wir haben genug Juju Matter, um die nächsten paar Folgen locker zu überleben. Vor allem, weil wir kein Juju Matter momentan brauchen. Warte, du willst Erde aus Juju craften, Alter? Wenn es sein müsste. Nein. Wir haben von allem mehr als genügend. Auf unserem Haus ist einfach ein Creeper und da. Ja, weil Sven bestimmt die Fackeln abgebaut hat und keine neue hingestellt hat. Auf Dach. What? Ne, da steht doch gar kein. What the fuck? Wow! Wie kommt der hin? Den Crafting Table an. Oh, und ich wurde gekickt. Flying. Ja, ich schreibe mir es auf bei der nächsten Aufnahme. Mach mal's weg. So, der ist weggeflogen. Hast du es gesehen? Also, ja. Yeah. Es sah so geil aus, wie einfach das Dach hochfliegt und einfach wegfliegt und explodiert. So, wie ist die Frage, wie kriege ich die Tiere jetzt da rein, Alter? Mit der komischen Pistole. Ja, mit der Kanone. Genau. Ah, Safari-Pistole. Wo sind die? Im System. Oh, Safari. Und wir wissen, wie die heißt. Safari-Pistole. Komm her. Boah, Alter. Bist du wackelt? Bin da. Alter, ja, ich bin auch hier. Ich hab keinen Bock mehr auf Planieren, ich will bauen. Ja, auch selber geben können, aber okay. Ja, mit Shift und Rechtsklick kannst du den Modus von Fangen auf Dings umstellen. Was? So Leute, jetzt habt ihr mir in den letzten 3 Viertelstunden zugeguckt, wie man mindestens 10.000 Blöcke oder so, na gut, 4.000 Blöcke Erde platziert. Jeha. Aber wir sind fertig. So gut wie. Oh Mann, Spinne, wie kommt die da? Und im nächsten Aufnahmesession werdet ihr dann sehen, wie das aussieht, wenn ich das anfange zu bauen. Oder wird schon richtig Grundstock gelegt haben. Okay, und ich muss jetzt überlegen, wie ich das mit dem Schalter-Ding so. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sehen wir dann uns wieder. Und ich bin raus. Bis dahin sehen wir uns dann wieder. Ja, ja. Tschüss.